Wir haben ja eine Lösung gebaut mit HelloGuide, die es ermöglicht, dass Kulturinstitutionen zukünftig ganz leicht einen Tourguide bauen können, indem sie auf unserer Website ihren Content hochladen und in wenigen Minuten automatisierte Dialoge entstehen und dieser Chatbot dann über Messenger oder über eine mobile Website ausgespielt werden kann. Das heißt, was wir uns erhoffen, ist, dass es einfach zukünftig viel spannender wird, in Museen zu gehen, dass man interessante Tourguides in Städten hat, dass es in Events leichter ist, sich zu orientieren und dass Marken gutes Storytelling betreiben können. Insofern, ein kleines bisschen wird die Welt vielleicht besser, aber wir operieren nicht am offenen Herzen. Insofern muss man das in Proportion setzen. Und wie vermarkten Sie sich so als Startup? Wie funktioniert das? Also wir sind im B2B-Bereich tätig, das heißt, wir gehen direkt an die Unternehmen ran. Das bedeutet natürlich klassisch Kaltakquise, aber natürlich auch Online-Marketing. Wir machen SEA-Werbung auf Google und viel läuft bei uns über Weiterempfehlungen. Wir haben mit großen Museen starten können, das war ein großes Glück, zum Beispiel mit dem Deutschen Historischen Museum in Berlin. Von dort wurden wir weiterempfohlen und das Thema Chatbot hilft uns natürlich auch. Das ist momentan ganz aktuell. Wir haben eine AI integriert, auch das ist so ein Schlagwort, über das man uns findet. Und dadurch kriegen wir momentan viel Weiterempfehlungen. Und wir sind seit Januar im Next Media Accelerator. Das ist so ein Hamburger Accelerator-Programm. Kann ich sehr empfehlen für Startups, die sich jetzt bewerben wollen. Das läuft über ein halbes Jahr. Und über die Kontakte, die der Accelerator hat in der deutschen Medienlandschaft, kommen viele Firmen auch zu uns und zeigen Interesse. Also ist toll.